Ja, hallo, hallo, es ist eingetroffen, Bolt Action Gentleman's War. Ich dachte, die Schachtel sieht größer aus, 30 cm auf oder 40 cm auf 20 cm, irgend sowas. Aber gut, schauen wir mal rein. Einmal ein Regelbuch in DIN A5. Es gibt es auch in, das ist jetzt in Englisch, aber es gibt es halt in anderen Sprachen. Man sieht es, wenn man das bestellen will, ist immer so eine kleine Flagge. Ich habe mich am Anfang gewundert, was denn die Bundesrepublik-Flagge neben dem Set soll. Dachte, dumme Engländer, habt ihr die falsche Flagge angemalt. Aber nein, das heißt, welche Sprache das ist. Also Spanisch gibt es, glaube ich, auch Französisch gibt es auch, falls jemand das interessiert. auf jeden Fall in Deutsch gibt es das auch, aber ich habe es jetzt halt in Englisch. Mal schauen, das ist jetzt die... Ich habe diese Regelgrund runtergeladen, schon mal angeguckt. Aber ja, gut, muss man mal gucken. Dann, was haben wir noch? Das sind die. Ha. Das ist ein bisschen was über die Geschichte erzählt. Genau. Was mich und wie die. Was die alles haben hier. Das ist natürlich auch ganz interessant, was für Waffen und alles. Ich meine, ich müsste ja hier kennen, aber ja, trotzdem schadet es ja nicht. Da sieht man die Figuren, die Farbe von denen, die ist so grün, so ein helles Grün oder so ein bisschen Khaki in die Richtung. Ich glaube, ich habe jetzt eine Farbe gefunden, die dem entspricht. Ich frage mich aber auch, ob Farben empfohlen werden. Und dann da, das sind jetzt halt die so ein Szenario, wo man das spielen kann. Ach genau, sowas habe ich gesucht. So eine Farbpalette sozusagen, und da kann man dann gucken, ob ich die schon habe oder ob ich die verwenden will, ob meine Farben da passen. Gerade beim Afrika-Kur war es, und die haben auch verschiedene, ja, der Nachschub war ein bisschen kritisch, das heißt, dass die haben verschiedene Uniformen gehabt, also theoretisch könnte man den einfach wie die normale Wehrmacht anmalen. Das war der Tropenhelm, der haben wir, glaube ich, ziemlich schnell gemerkt, dass halt der ist halt nicht, ist halt nur ein normaler Helm, Sonnenschutz, deswegen haben sie dann wieder die Stahlhelme halt aufgehabt. Die waren nach am Anfang wurden grau nach Afrika geliefert und die haben es dann halt entsprechend ja, ummalen müssen. Das heißt, auch da gibt es vermutlich diverseste Varianten, wäre okay. Wow, ganz schön ist da der mit dem Tuch. Und es gibt auch Details für jeden Öhr. Dass man es gut sieht, für jeden. Infanteristen sind das. Ja, mit bösen Symbolen, deswegen gucken wir es uns das nicht genau an. Genau, das ist für ohne Rangabzeichen oder sowas gibt es auch, also das ist alles Mögliche. Genau, das sind die deutschen Rangabzeichen, das sind die britischen. Für die Fahrzeuge muss es auch Symbole geben, welche Einheit. Das ist zwar eine 2, genau, das ist die Bauanleitung. Und bisschen komplexer wie dafür, dass es hier irgendwie Fast Assembly ist, da verschiedene Varianten kann man da bauen. Das ist die Funkantenne. Ich dachte auch erst, wo ich sowas zum ersten Mal gesehen habe, das wäre ein Geländer. Oder bei meinem T-35, das ist eine ganz markante Kranzdame, nein, das geht nicht als Geländer, das ist die Antenne. Genau, da kann man halt verschiedene Varianten von dem Fahrzeug bauen. Und das ist jetzt das Englische. Den hatte ich ja schon mal gebaut in 1:76, also so ein Fahrzeug. Und das sieht auch, ja, mal schauen, ob das jetzt besser zu bauen ist. Aber es ist auch kein, nicht so richtig Fast Assembly Kit, also ja. Dann, was als nächstes kommt, sind Italiener, die wurden auch schon angekündigt, also das ist normal, ich glaube Afrika, Cor, Matilda und alles gibt es schon. Aber Italiener kommen als nächstes, wobei das sieht man da jetzt nichts. Gut. Genau, das sind jetzt auch noch so die Regelnummer, oder was man kurz erklärt, dass man alles nochmal nachlesen kann, was welche Waffe kann und sowas, auch nicht verkehrt. Und jetzt kommen wir zu dem ja, wichtigen sozusagen. Haben wir einmal wieder diese Zerstörtmarke. Dann haben wir hier das Spähfahrzeug. Jetzt habe ich schon wirklich noch ein. Ne, das ist das Englische. Das ist das englische Fahrzeug. Denke ich.
werden wir ja sehen. Und ach genau, das ist dann das deutsche Fahrzeug. Man sieht hier die die Wanne ist halt anders geformt, genau. Ja, also so groß wird es dann etwa. Und jetzt die ganzen Viecher, die ganzen Figurchen. Ja, das sind die. Die gilt es nochmal im Original. Also Würfel sind auch dabei, alle wie viel man braucht. Wobei man braucht ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man braucht ja für jede Einheit sozusagen einen Würfel. 6 Stück, ich weiß, ich glaube, man braucht ein paar mehr, aber für die Einheiten, die drin sind, müsste es reichen. So, jetzt gucken wir, was haben wir da? Was haben wir da? Da sind die Köpfe. Genau, das sieht da. Das sieht doch nach. Wer macht aus? Da der Offizier guckt grimmig. Genau, da kann man halt überlegen, ob. Das, ich glaube, es sind mehr Köpfe dabei wie Körper oder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, es hat wesentlich mehr Köpfe dabei. Hat kurz mal recht viel von denen mit Tüchern bauen oder so, weil das finde ich jetzt, das gefällt mir jetzt ganz gut, passt ganz gut zu Afrika. Und man muss keine Augen malen, also von daher, wenn die mit Tropenhelmen, das erinnert mich jetzt irgendwie fast an Feuerwehrhelm, das passt ja nicht. Wobei, das könnte man zum Einheiten jetzt nicht unbedingt kämpfen machen. Hauptquartier, Truppe oder irgend oder sowas, da könnte man die Tropenhelme vielleicht dann eher machen. Aber gut. Ja, aber. Also man kann eine Menge Truppen damit bauen. Hier bestimmt drauf. 24, also 24 Infanteristen von jeder Seite sind dabei. Und das sind die Pinmarker. Das sind die Bases. Die großen Bases für die Maschinengewehre oder die Panzerbüchsenschützen sind ja dabei. Und das sind dann die Engländer. Oh, da gibt es noch mehr Köpfe. anders guckt. Aber man kann einmal was weiß ich, das sind glaube ich dann. Ich gehe, dass wir irgendwie Hintergrund haben. Also Schotten. Das sind so die normalen Tommy-Helme. Und dann ganz viel in der waren ja auch in Afrika aktiv. Oder gibt es was Südafrikaner, Australien oder irgendwas? Ich glaube, die unterscheiden sich nicht. Gut, ist ja Nordafrika, in Äthiopien, das waren Kenianer, die da vor allem aktiv waren. Aber das nur so am Rande, das hatte damit jetzt schon nichts zu tun. Vielleicht interessant, wenn die Italiener mehr Sets kriegen, dann macht den Kriegsschauplatz spielen kann. Was hat er für Waffen? Da haben wir eine Bren. Das wird der Mercer sein, schätze ich. Da eine Maschinenpistole, die Thompson. Das sind Granaten oder Magazine sein. Und so eine Bren, da verschiedene Posen. Und da die Panzerabwehrreifel und Spaten hat man da. Und jede Menge Rucksäcke und alles. Eine Hacke. Und mal gucken, was er da bauen kann. Das sind gleich die Munition für den Mercer hier. Das ist alles gleich da. 1, 2. Ja, das sind also auch 4 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Genau, für 6 mal 4 ist der 24. Passt, genau. Und muss halt überlegen, was er halt bauen will. Vermutlich bleiben eine Menge Teile übrig irgendwo. Aber ja, das ist so ein bisschen der Plan. Das wird in nächster Zeit gebaut. Ich habe noch nächste Woche Urlaub. Ha, also viel Zeit. Wenn ihr also was sehen wollt, wie es zusammengebaut wird, was da passiert. Ich habe noch ein paar andere Sachen, ein paar Häuser in die Richtung und sowas. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.